Eine russische Delegation um Minister Lew Kuznetsov, der in der Regierung für den Nordkaukasus zuständig ist, hält sich in dieser Woche in Südtirol auf. Zum Auftakt ihres Besuches traf sie Landeshauptmann Arno Kombatscher. Bei dem Gespräch ging es in erster Linie um eine Zusammenarbeit beider Länder, vor allem in den Bereichen Wintertourismus und Regionalentwicklung. Ich konnte Minister Kuznetsov empfangen. Er ist ja in der Regierung Putin zuständig für die Entwicklung der Regionen des Nordkaukasus. Er war begleitet von zwei Gouverneuren der Regionen. Es geht insbesondere um die Entwicklung des Tourismus, auch in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Man denkt dabei an Infrastruktur, Entwicklung des Wintersports, Aufstiegsanlagen, Schneeerzeugung, aber auch an die Wirtschaftspolitik einer Bergregion. Minister Kuznetsov war auch daran interessiert, wie wir das in Südtirol gestalten, und das war ein sehr positiver Austausch. Der Nordkaukasus ist eine Gebirgsregion mit einem sehr starken Tourismuspotenzial. Mit dieser Reise nach Südtirol will die russische Delegation dem Tourismus und der Wirtschaft und durch eine direkte Zusammenarbeit neue Impulse geben. Dazu ist eigens eine Regionalentwicklungsagentur eingerichtet worden. Die Kooperation mit Russland ist mit Sicherheit auch in Zukunft immer bedeutender, weil auch die russischen Bergregionen jetzt intensiv in die Entwicklung und auch in die touristische Entwicklung investieren. Und hier haben wir Kompetenzen vorzuweisen mit unseren Weltmarktführerunternehmen, die wir durchaus exportieren können. Minister Kuznetsov hat erläutert, dass man für diese Entwicklung vor allem auf gemeinsame Projekte mit Modellregionen baue. Und Südtirol sei für Russland sicherlich im touristischen Bereich ein Vorbild auf internationaler Ebene. Die russische Delegation wird unter anderem den Kronplatz, das Vilnössertal und die Kurstadt Meran besuchen, um dort eben touristische Strukturen und Einrichtungen zu studieren.